Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo. Ein Jahreshoroskop 2019 nach westlichen Astrologie. Liebe Asuaria, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Dieses Bild bleibt stehen. In ein Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das ist ein Bild, so wie die Sterne über dir waren in dem Moment, wo du geboren bist. Und das ist wie eine Momentaufnahme, zeigt den Sternenhimmel. Diese Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind wichtige Lebensbereiche. Für dich persönlich ist das sehr wichtig, das ist betont. Das habe ich Teil 2 alles erklärt. Aber dein Leben ändert sich, du änderst dich, also machst du Lebensschritte und befindest dich in einer Periode, das ist die sogenannte 7-Jahren-Periode. Zurzeit befindest du dich in Tierkreiszeichen Fischen. Das heißt, die Tierkreiszeichen Fischen wirkt auf dein Leben. Das sind die Lebensumstände, Einflüsse von außen und in dieser Periode, in dieser Zeit wirkt auf dich und du lernst etwas. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Du nimmst vieles zurzeit mit deinen Gefühlen wahr oder dein Gefühlszustand ist für dich momentan sehr wichtig. Es gibt Momente, wo du Ängste verspürst und die Aufgabe ist, diese Angst überwinden und im Vertrauen bleiben. Die Tierkreiszeichen Fischen belehrt dich zurzeit, deine Träume, deine Visionen, Glauben, das zu vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens, alles geschehen lassen, vieles loslassen, was im Weg steht, auch Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Etwa 2 Jahre dauert das noch und dann übergehst in Tierkreiszeichen wieder Periode. Das prägt dann dein Leben und das bedeutet, mutig zu sein, Kraft zu zeigen, dich durchsetzen und viele, viele Neuanfänge. Nicht nur du änderst, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen und Wandersternen. Und diese Bewegung löst etwas im Horoskop aus. Immer in diesem Lebensbereich, wo sie sich befinden. Es gibt schnellere Planeten wie Merkur und Venus. Da gibt es keine große schicksalhafte Veränderung. Und trotzdem wirkt das auf unserem Leben, auf unserem Alltag. Merkur und Venus bewegt sich so schnell, dass sogar innerhalb ein Monat ändert sich die Position. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, weil sonst wäre dieses Video unendlich lang, wenn ich das auf dem Tag genau auch beschreibe. Nur die Richtung, welchem Bereich Merkur wird, dann kannst du mit Nachrichten rechnen oder mit Terminen oder Gesprächen. Und bei Venus Energie handelt es sich um die Schönheit, etwas verschönern oder etwas Schönes kaufen oder um dein Aussehen, deine Weiblichkeit und wirkt natürlich auch auf die Liebe. Bei Venus Energie kann auch eine Begegnung sein mit einer weiblichen Person. Also ich werde das nicht jetzt exakt beschreiben, in diesem Tag ändert sich Merkur und Venus die Position innerhalb einem Monat, sonst wäre diese Aufnahme wirklich lang. Ich gehe auch nicht auf die Mondenergie ein, weil das ändert sich auch
alle paar Tage die Position. Ich werde nur Neumond, Vollmond, Halbmond erwähnen, weil das ist sehr wichtig. Ein Neumond bedeutet, dass Mond unsichtbar ist. Du hast auf dem Neumond einen persönlichen Bezug, weil du bist im Neumond geboren. Also das ist so deine persönliche Energie. Das ist wichtig, ein gewisser Rückzug, zur Ruhe kommen, etwas verinnerlichen, nachdenklich zu sein, meditieren über etwas. Immer, das sind die Themen, wo, in welchen Tierkreis zeichnen und welchen Lebensbereich dieser Neumond ist. Ein Vollmond beleuchtet etwas. Da brauchen wir die Wahrheit, da brauchen wir die Klarheit, die Orientierung oder wir erleben die Wahrheit. Es kommt etwas ins Licht oder haben wir mehr Klarheit immer in dem Lebensbereich, in welchem Tierkreiszeichen, in welchem Lebensbereich dieser Vollmond ist. Halbmond ist immer Spannung. Und das spüren wir im Alltag entweder wir selbst sind nervös, unsicher oder unserer Umgebung gibt so viel Hektik. Zum Glück dauert das nicht allzu lang, weil Mond bewegt sich relativ schnell und entfernt sich von dieser Position. Aber ein Halbmond löst sowas aus und diese Tierkreiszeichen oder diese Lebensbereich, wo sich dieser Halbmond befindet, genau in diesem Lebensbereich erlebst du im Alltag diese Spannung. Und wir starten jetzt Januar. Uranus befindet sich in den Tierkreiszeichen wieder. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und das erlebst du hier im siebten Lebensbereich. Und das bedeutet Liebe, Partnerschaft. Nicht nur Uranus ist hier, sondern auch Mars. Und das kann eine männliche Person sein, wo auf dein Leben zurzeit wirkt. Es gibt zwei Mondknoten. Einmal die absteigende Mondknoten, einmal die aufsteigende Mondknoten. Die absteigende Mondknoten zeigt alten karmischen Themen, Erinnerungen. Und dieser absteigende Mondknoten befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und bleibt nach westlichen Berechnung, nach westlichen Berechnung in Tierkreiszeichen Steinbock und hier löst bei dir karmischen Themen, karmischen Erinnerungen aus, hier im Steinbock. Es gibt die aufsteigende Mondknoten, das sind neue Erfahrungen, etwas Neues lernen und das braucht die Seele und das befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, die Suche nach etwas, die Suche nach unserem Platz des Lebens, Suche nach einer Aufgabe. Und diese aufsteigende Mondknoten befindet sich hier im Krebs. Die Suche nach deiner Berufung löst hier aus. Oder Auslandskontakte kann auch ein Thema sein. Oder Bildung. Hier sind karmische Themen. Und dieser aufsteigende Mondknoten bleibt im Krebs ganzes Jahr nach westlichen Berechnung. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter vergrößert etwas und es sind Gewinnchancen. Und hier bei dritter Lebensbereich natürlich die Kontakte oder dein Wissen vergrößert sich. Aber Jupiter zeigt auch diese Weisheit, mit deinen Größen bewusst zu sein. Besonders hier im zweiten Lebensbereich handelt sich um dein Selbstwertgefühl. Nicht nur Jupiter befindet sich hier im Schütze, sondern auch Venus.
Ich muss dazu sagen, Venus bewegt sich relativ schnell. Also das heißt, innerhalb einem Monat ändert sich dann von Skorpion zu Schütze und dann übergeht im Steinbock. Das müsste ich alle einzelnen Tage aufzählen. Aber mal zum Orientieren hier in diesem Bereich hast du die Venus-Energie. Da kannst du deine Weiblichkeit zeigen oder für dich was Schönes kaufen. Besonders wenn es um die Finanzen geht, kann auch Gewinnchancen bedeuten. Venus ist auch das kleine Glück, Jupiter das große Glück. Bedeutet hierbei Kontakte, Verbindung zum weiblichen Personen oder etwas Kreatives machen und das in Ausdruck bringen, das zeigen. Die Steinbock-Energie ist betont. Hier befindet sich Saturn und Pluto. Aus diesem Saturn-Energie kommt natürlich schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen und auch Lernaufgabe. Und hier im Steinbock wirkt auf dein dritter, vierter Lebensbereich und Pluto hat auch Bedeutung. Pluto bedeutet, bleib konzentriert auf deine eigene Kraft und lass alles los, was im Weg steht. Nicht nur Saturn und Pluto befinden sich hier, sondern die absteigende Mondknoten und Sonne, Merkur auch. Sonne gibt die Lebensenergie, beleuchtet diese Richtung und bei Merkur natürlich Kontakte, Verbindungen, Gespräche. Und Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Fische. Neptun zeigt die Träume, die Visionen, die Intuition und Inspiration, wirkt fünfte, sechste Lebensbereich. 6. Januar ist vorbei, aber das war Neumond im Steinbock. 14. Januar ist Halbmond im Widder. 21. Januar ist Vollmond im Löwe. 27. Januar ist Halbmond im Skorpion. Andere Berechnung als die indische Astrologie. Februar. Uranus und Mars bleibt im Widder, wird aber Mars Februar die Richtung ändern und bis Mitte, Ende Februar übergeht Mars in Tierkreiszeichen Stier, aber wirkt immer noch auf die Bereich, siebter Lebensbereich Partnerschaft, wird mit dieser Stierenergie etwas ruhiger, gemütlicher. Jupiter bleibt im Schütze, Venus ändert sich die Position, natürlich Sonne und Merkur auch, die bewegen sich schnell. Das heißt, Sonne übergeht im Wassermann und hier ist die Lebensenergie. Merkur ist im Tierkreiszeichen Fischen. Und Venus ist im Steinbock und Merkur ist im Fischen. Hier kannst du mit Gesprächen, mit Nachricht rechnen oder Terminen, Verträgen. 4. Februar ist Neumond in Wassermann. 12. Februar ist Halbmond im Stier. 19. Februar ist Vollmond im Jungfrau, 26. Februar ist Halbmond im Schütze. März, Uranus ändert sich die Position und das ist sehr wichtig. In indischen Berechnung bleibt Uranus ganzes Jahr im Widder, im westlichen Berechnung übergeht am 7. März Uranus in Tierkreiszeichen Stier.
Und hier kommen dann die Umbrüche und Veränderungen. Und bleibt auch im Stier, Mars ist auch noch im Stier. Die Lebensbereiche sind die Partnerschaft. Weil Stier wirkt auch auf dem siebten Lebensbereich. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto bleibt, Venus übergeht in Wassermann. Das könnte bedeuten, dass du verschönerst etwas zu Hause oder bekommst du einen Besuch von einer weiblichen Person. Sonne und Merkur ist im Fischen. Hier ist die Lebensenergie und kannst mit Kontakten, Gesprächen, Terminen, Verträgen rechnen. 6. März wird Merkur rückläufig bis 29. März. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder wird etwas gebremst, geht nichts voran, du wartest auf einen Termin oder wartest auf eine Nachricht und es wirft alles zurück. Aber Rückläufigkeit bedeutet auch, Vergangenheit ist gut möglich, dass jemand meldet sich von Vergangenheit oder kommen alten Themen ins Gespräch. 6. März ist Neumond im Fischen, 14. März ist Halbmond in Zwillinge, 21. März ist Vollmond im Waage, 28. März ist Halbmond im Steinbock. April. Die Sonne ist in Tierkreiszeichen Widder. Die Lebensenergie fließt 6. und 7. Lebensbereich. Mars ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Natürlich wirkt auch die Zwillingsenergie und das heißt Gesprächen, Kontakte, Bewegung und mit Mars-Energie setzt etwas in Bewegung, kann auch bedeuten, du gehst auf eine Reise, bedeutet die Mars-Energie auch Kontakt mit männlichen Personen. Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Hier kannst du mit Gesprächen rechnen oder Kontaktgespräche mit einer weiblichen Person oder kann auch bedeuten, hier lebst du deine schöpferische, kreative Seite mit diesem Venus-Energie, hat auch mit Kreativität was zu tun. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. Wie ich schon sagte, entweder wirkt das wie eine Bremse, geht nichts voran, gerade in diesen Lebensbereichen, wo diese Planeten stehen, oder hat das mit Vergangenheit oft, gerade bei diesem langsamen Planeten, wie Saturn oder Pluto, hat das auch mit karmischen Themen etwas zu tun. 5. April ist Neumond im Widder, 12. April ist Halbmond im Krebs, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Wassermann. Mai. Im Tierkreiszeichen Stier sind ganz viele Planeten und das ist Uranus, Sonne,
Merkur und Venus. Uranus, Sonne, Merkur und Venus. Und hier im Stier wirkt auf dein siebter Lebensbereich Partnerschaft. Achte, das sind die Transformation, aber bedeutet auch Themen wie Loslassen, etwas verändern oder ämtlichen Themen. 4. Mai ist Neumond im Stier, 12. Mai ist Halbmond im Löwe, 18. Mai ist Vollmond in Skorpion, 26. Mai ist Halbmond in Fischen. Juni, was ändert sich? Uranus bleibt im Stier, Sonne und Venus ist in Zwillingen. Hier fließt die Lebensenergie mit diesem Venus. Natürlich kann bedeuten, dass du wahrgenommen bist und zeigst dich als Frau. Das wird natürlich bewundert. Kann auch bedeuten, Kontakt mit einer weiblichen Person. Oder wieder die Reise kann auch ein Thema sein. Und Merkur und Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Und das hat einen Einfluss auf deine berufliche Situation oder Kontakte im Ausland. Bei Merkur ist Terminen, Gesprächen, Handlungen und hier die Mars-Energie. Entweder setzt du dich durch oder hast du Kontakt zu einer männlichen Person. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Zwillingen. 10. Juni ist Halbmond im Jungfrau. 17. Juni ist Vollmond im Schütze. 25. Juni ist Halbmond im Widder. Juli, Sonne und Venus ist im Krebs. Die Lebensenergie fließt hier in Berufung oder Ausbildung oder Reisen. Aber für dich ist es sehr wichtig, dass du als Frau wahrgenommen wirst. Kann natürlich auch bedeuten, dass einer weiblichen Person hast du eine Begegnung oder Unterstützung im beruflichen Umfeld. Mars und Merkur ist in Tierkreiszeichen Löwe. Und aktiviert den Lebensbereich, 11. Lebensbereich, wo um Freundschaften geht. Und das kann bedeuten, dass in diesem Freundeskreis kennenlernst du jemand und kommt ihr zum Gespräch. Kann auch bedeuten, dass du dich anmeldest zu einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen, wie zum Beispiel ein Verein. Und unterschreibst du hier einen Vertrag. Bei Mars-Energie werde das die Sport bedeuten, wie ein Sportverein oder Sportclub, ist auch möglich. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn, Pluto ist im Steinbock. Neptun ist in Fischen, alles blieb, auch Uranus in Tierkreiszeichen Stier. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Krebs. 9. Juli ist Halbmond im Waage. 16. Juli ist Vollmond im Steinbock. 25. Juli
ist Halbmond im Stier. August, Sonne, Mars und Venus und auch Merkur ist im Löwe. Alles ist hier im Löwe. Das hat noch einen Einfluss auf deine Berufung, aber auch die Verbindung zum Freundeskreis, Bekanntenkreis oder einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen, etwas gründen oder ein Teil sein, diese Verbindungen, Kontakte zum Pflegen. Bei Mars und Venus kann natürlich auch die Liebe sein. Dieser Lebensbereich bedeutet auch Hoffnungen und es ist unterstützend, sehr hoffnungsvoll. Mars übergeht aber in Tierkreiszeichen Jungfrau. Also Anfang ist noch im Löwe, dann übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. 2. August wird Merkur direkt läufig, ändert die Richtung, geht alles voran, bewegt sich etwas. 12. August wird Jupiter direktläufig und 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Löwe, 7. August ist Halbmond in Skorpion, 15. August ist Vollmond im Wassermann, 23. August ist Halbmond im Zwillinge, 30. August ist Neumond im Jungfrau. September, Sonne, Mars, Venus, Merkur ist im Jungfrau. Natürlich ist es auch wichtig, die Jungfrauenthemen etwas in Ordnung zu bringen. Klare Entscheidungen treffen, trennen Spreu von Weizen, etwas kritisch betrachten. Und hier ist die Freundeskreis und auch die Geheimnisse. Und im 12. Lebensbereich sind auch, leitet auch die geheime Feinde. Alles andere bleibt. 18. September wird Saturn direktläufig. Und das hat schon einen großen Einfluss auf unserem Leben, weil Saturn lenkt unserem Schicksal. Und wenn hier die Richtung ändert, dann geht alles in andere Richtung. 6. September ist Halbmond im Schütze. 14. September ist Vollmond in Fischen. 22. September ist Halbmond in Zwillinge. 28. September ist Neumond im Waage. Oktober. Uranus bleibt Mondknoten, bleibt Sonne und Mars ist im Waage. In die Zeit brauchst du einen gewissen Rückzug, damit wieder Kraft hast. Kann auch Geheimnisse handeln und das löst einen männlichen Person aus. Natürlich ist das auch möglich. Und Merkur, Venus ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Für dich ist sehr wichtig, deine Weiblichkeit. Und hier kommen Kontakte, Verbindungen durch diese Merkur-Energie. 4. Oktober wird Pluto direktläufig. 5. Oktober ist Halbmond im Steinbock. 13. Oktober ist Vollmond im Widder. 21. Oktober ist Halbmond im Krebs. 28. Oktober ist Neumond in Skorpion. November, Uranus ist im Stier, Sonne und Merkur
ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Lebensenergie fließt auf die Werte und Finanzen und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder in deiner persönlichen Umgebung ändert sich einiges. Hier kommen Verträge oder Gespräche. Das kann mit Finanzen etwas zu tun haben. Venus befindet sich im Schütze. Das kann natürlich bedeuten, dass du neigst dazu, Geld auszugeben für etwas Schönes. Und Mars befindet sich im Waage, aber übergeht in Skorpion. Immerhin wirkt auf deinen persönlichen Lebensbereich. Einmal im Waage und dann im Skorpion. Und das ist deine Kraft, wie du dich behaupten kannst. Aber kann eine männliche Person auch sein, der eine große Bedeutung auf dein Privatleben hat. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig und ab 21. November wird direktläufig. 28. November wird Neptun auch direktläufig. 4. November ist Halbmond im Wassermann, 12. November ist Vollmond im Stier, 19. November ist Halbmond im Löwe, 26. November ist Neumond im Schütze. Dezember, Uranus bleibt im Stier, Mars bleibt im Skorpion, Sonne und Merkur ist im Schütze. Die Lebensenergie fließt, zweite, dritte Lebensbereich und hier hast du Kontakte, Verbindungen, Verträge sind auch möglich und Venus übergeht im Steinbock. Das kann bedeuten, du verschönerst etwas zu Hause und bedeutet auch, hast Kontakte, Verbindungen mit weiblichen Personen. Mars, Sonne, Merkur habe ich, Venus auch. Und was wichtig ist, dass Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Jupiter verlässt Schütze und übergeht im Steinbock und das am 3. Dezember 2019 und vergrößert hier in diesem Bereich etwas und bringt Glück, mehr Möglichkeiten und Chancen und das erlebst du im 3., 4. Lebensbereich. 4. Dezember ist Halbmond in Fischen, 12. Dezember ist Vollmond in Zwillinge, 19. Dezember ist Halbmond in Jungfrau, 26. Dezember ist Neumond im Steinbock. Liebe Asuaria, das war dieses Jahreshoroskop nach westlichen Astrologie. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.